Hallo und einen schönen guten Morgen zusammen zur Kaffeerunde. Ich hoffe, ihr habt das Heißgetränk eurer Wahl wieder bei euch. Wir schauen mal, was die Woche gebracht hat. Ich hoffe, ihr seid grün in euren Portfolios oder habt zumindest das kein Geld verloren. War eine sehr ereignisreiche Woche. Wir schauen mal, was wir uns rückblickend davon mitnehmen können. Die kommende Woche wird sehr ereignisreich. Wir haben mit einer der größten Earnings-Wochen eigentlich vor uns, breite Mischung von allen möglichen Subsektoren. Donnerstag, Mittwoch und auch teilweise der Dienstag wird vor allem für die Tech-Werte interessant. Wie immer ist jetzt gar nicht mal so wichtig, wie das Quartal ausgesehen hat, sondern eher, wie der Ausblick kommuniziert wird und was so die nächsten Schritte sind. Und ich muss gucken, dass die Katzen hier anstellen. Wenn ihr aktiv Earnings handelt, ist immer ein hohes Risiko, aber so eine kleine Statistik, wenn ihr praktisch Calls vorher kauft und die Katze bald vom Schrank runterholt, könnt ihr ungefähr mit einem 30% Gewinn rechnen. Keine Anlageempfehlung, denn um auf diesen Wert zu kommen, in der Statistik gibt es natürlich noch ausreichend Aktien, die minus 50 plus erreicht haben. Also bitte da vorsichtig sein. Generell kann man sagen, die Grafik habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber wenn eine Aktie mehrheitlich die Erwartungen gefailt hat, hat sie überraschenderweise in den darauffolgenden Tagen zugelegt. Das ist sehr untypisch, hat man in den vergangenen Jahren nicht gesehen. Also da einfach ein wenig aufpassen, wenn ihr es überhaupt spielt. Ökonomisch haben wir vor allem natürlich am Mittwoch das FOMC-Meeting und den Rate-Hike in den USA. Der haben davon eingerahmt, haben wir noch CPI-Daten aus Europa. Die Bank of England möchte am Donnerstag noch was erzählen und dann haben wir auch noch einige EZB-Termine am Donnerstag und dann final die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Aber ich denke, Mittwoch, auf das wartet alles. Müssen wir mal sehen, wie es aussieht. Eingepreist ist fast zu 100% 0,25er Schritt. Und auch die Äußerungen vor der Blackout-Periode der FOMC-Speaker haben darauf hingedeutet. Ich denke, es wird vor allem wichtig, was sie in den Reden danach und drumherum sagen. Vergesst nicht, sie durften jetzt 2 bis 3 Wochen überhaupt nichts sagen vor dem FOMC-Meeting. Das ist eben die neue Regel seit einiger Zeit. Und der Markt, das sehen wir auch später noch, preist jetzt einfach demnächst mal einen Pivot ein und dann sogar einen Rate Cut. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt mitgehen würde, aber das ist das, was aktuell eingepreist wird und was sicherlich auch mit diesem Push, den wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, beflügelt. Das Problem bei sowas ist, wenn es nicht eintritt, was man alle erhofft und was eventuell auch eingepreist ist und worauf alle eigentlich warten, dann ist der Fall tödlicher. Also da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin neutral, ich bin aus meinen Bären-Hedges raus und erfreue mich natürlich auch den Grünen in meinen Long-Positionen, werde aber weiterhin versuchen, möglichst viele zu schließen und weiter Cash anzusammeln. Ich traue dem Braten noch nicht ganz, kann ein Fehler sein, aber das ist meine Haltung dabei. Wenn wir uns mal auf die Charts konzentrieren, haben wir einige Tage, 1 oder 2 Tage im SPX, wo wir jetzt über der ominösen Trendlinie verbracht haben. Und jetzt geht es darum, die nächsten Ziele anzugreifen. Das ist eben im SPX, beziehungsweise wenn ihr den SPY handelt, eben analog ungefähr auch da die psychologische Grenze 4100. Das wäre eben grob das Hoch vom 1. Dezember. Aber vor allem am wichtigsten, was auch die Call- und Put-Bereiche sehen, ist eben der große Wall bei der 4130. Das ist eben das Hoch kurz vor Weihnachten am 22. Dezember. Und das wird, denke ich, die kritische Stelle. Also selbst wenn es jetzt einen positiven Bericht am Mittwoch gibt und wir hochpushen, glaube ich, dass das nochmal die härteste Zange wird. Aber zunächst mal die 100er. Wichtig, das ist einfach jetzt der Wert im SPX, beziehungsweise hier im US 500 und durch 10 dann eben auch im SPY. Wenn ihr sonst wo Werte seht, auch von mir, ist es eben meistens Future-basiert. Da sind wir eben anders. Das zeige ich euch gerade mal hier. Da haben wir quasi schon die 100 erreicht, weil die Futures momentan so 40, 50 Punkte oberhalb des Index getradet werden. Aber hier habe ich die beiden Grenzen letztlich auch. Das ist hier oben praktisch das 1. 2. Dezember-High und das 22. Dezember-High, wo ich einfach Buy-Side-Liquidity sehe. Und das Gute daran ist, wir haben hier zwar unten einige bärische Fair Value Gaps, aber das Positive tatsächlich ist, dass wir einen erfolgreichen Retest hatten. Ne, bei den letzten
Spikes hatten wir letztlich einen Abverkauf ohne jegliche Gegenwehr, auch hier nochmal. Und das haben wir jetzt aktuell nicht. Also bei dem Abverkauf um Weihnachten herum haben wir eigentlich eine sehr schöne Basebildung und dann wieder eine kontinuierliche, ja, Bärenmarkt-Rallye oder was auch immer das werden wird. Und die auch durch reine technische Indikatoren wie durch eine Konvergenz von den SMAs auf dem Daily gezeigt werden. Und ich habe hier mal einfach kleines Fibonacci-Retracement. Wir haben plus minus ein 0,5er gehabt und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Wir sind jetzt wirklich oberhalb aller wichtigen SMAs auf dem Daily im SPX, wenn wir uns das Ganze auf dem wöchentlichen anschauen. Können eigentlich das mal löschen. Sehen wir, dass wir am, also letzte Woche die 50er SMA auch, aua, überschritten haben und jetzt einzig nur noch die 100er eigentlich wandert. Das ist eben, sagen wir mal, plus minus den 4200. Ich denke nicht, dass wir da, ja, zeitnah rüberkommen. Das wird es ja wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern. Aber ansonsten sieht es recht solide aus. Wenn wir uns das Ganze im Tech-Bereich ansehen, ist hier auch relativ wichtig. Wir sind tatsächlich auch jetzt durch diese Woche über der Trendlinie im Nasdaq rübergekommen und zwar signifikant. Wir haben am Freitag dann auch konsequent über der SMA 200 im Daily gehandelt und das ist tatsächlich dann schon eine etwas wichtigere Meldung. Ich würde mich in den nächsten Tagen auch eher auf den Tech-Bereich konzentrieren, weil das der SPX durch die verschiedenen Subsektoren ganz gut performt. Dann haben wir jetzt schon häufiger einfach auch in der Kaffeerunde behandelt. Aber das Wichtigste diese Woche war eigentlich der Nasdaq. Hier wird sich die Frage sein, ob wir hier einen schönen, wenn es jetzt weiter so hoch geht, auch einen schönen Golden Cross in Nasdaq sehen. Und ich denke, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass es etwas ja, supported wird, der ganze Move. Und wir sind seit Ewigkeiten einfach nicht über diese Trendlinie gekommen, geschweige denn über die SMA 200. Das letzte Mal sind wir eben da bei dem großen Einbruch vor über einem Jahr runtergebrochen. Und die Retests sind noch nicht mal annähernd an die SMA 200 gekommen. Und jetzt haben wir sie einerseits natürlich so stark runter gewirtschaftet, dass sie jetzt hier unten ist und dass man sie übersteigen könnte. Aber die Kraft muss natürlich auch erstmal da sein, die Kaufkraft. Immer noch vorsichtig, aber ich denke, das Wichtigere diese Woche wird, wie der Tech-Sektor performt. Und ja, das sieht eigentlich recht solide aus. Wenn wir uns auf die Small Caps beschränken, schön die vorigen Hochs rausgenommen. Wir sind über den 1900, haben das auch verteidigt. Golden Cross erfolgreich. Schöner Retest hier auch. Sieht solide aus. Es gibt erste Berichte, dass vermutet wird, wenn die USA tatsächlich in eine Rezession kommen, dass die Small Caps die Big Caps outperformen werden, weil da die PE-Ratios im Großen, es gibt natürlich Extreme, immer noch vertretbar sind und dass da vielleicht rein allokiert wird. Mal sehen, also die nächste Grenze ist natürlich hier die 1925 rum und dann die riesig große Grenze, die 2000, aber ich denke, da warten wir auch noch. Aber Small Caps schauen momentan einfach solide aus. VIX ist wieder unterhalb der 19. Wir haben am Freitag dann unterhalb der 18 mal kurz Hallo gesagt. Das heißt, die Volatilität ist allgemein sehr muted, habe ich später auch noch eine Grafik dazu. Alles wartet letztlich auf Mittwoch. Und wenn wir uns allerdings auch die Volatilität vom VIX ansehen, ist auch eher ruhig, beziehungsweise in normalen Gewässern. Das bedeutet, das ist ja eine 30-Tage-Varianz auf den VIX oder auf die VIX-Optionen. Das bedeutet auch, dass jetzt innerhalb der Volatility-Trader jetzt auch niemand riesig groß gegen eine Explosion hedged. Ne? Also das ist eine schöne Referenz, die ihr benutzen könnt, den Doppel-VIX, der einfach die Volatilität der Volatilität betrachtet. Der VIX geht auf aufs SPX und der VIX geht auf den VIX. Einfach so als Beispiel. So, wenn wir uns Europa zuwenden. Ja, wenig überraschend gehen wir da weiter hoch. Passt solide, kleine Basebildung, schöner Retest. Wir sind noch nicht über dem Januar hoch, aber mal gucken. Sieht momentan gut aus. Kaufkraft ist da. Ist so, dass wir im DAX einfach große Tagesranges haben. Also da aufpassen, wenn ihr tradet, mit sehr, sehr kleiner Size, sonst kann es sehr schnell sehr übel werden. Das, ja,
habe ich auch schon letzte Woche gesagt, ist einfach ganz gut. Ich würde da jetzt ungern Short gehen, außer kurzfristig, aber das scheint momentan zur Stärke. Auch beim Fuzzi, der hat auch einen schönen Retest gehabt, hat sich hier gefunden. Ich denke, der wird rein technisch die 20er SMA. Du lässt bitte das Kabel in Ruhe, Dankeschön. Der wird das schön als Base nehmen und wenn es jetzt keine horrenden Meldungen gibt, wie gesagt, am Donnerstag haben wir gerade aus England da ein paar Termine. Dann haben wir hier weiterhin eine schöne Basebildung und dann kann es weiter hochgehen. Zum Fuzzy habe ich später auch noch was, weil viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben, wie der sich auch zusammensetzt, beziehungsweise was der für ein Exposure hat. Es ist eben nicht nur England. Das muss man immer so ein bisschen beachten. Wenn wir uns den Dollar anschauen, der ist nicht unbedingt im freien Fall, aber es zeigt sich auch, dass gerade wenige Trader Interesse haben, da zu kaufen. Selbst diese Linie, das ist das letzte, also das former Higher Low, bevor es dann praktisch komplett, beziehungsweise das letzte, das Lower Low, hat ein bisschen Kaufkraft gezeigt, aber wurde danach stark wieder abverkauft. Wenn wir da runterbrechen, denke ich, landen wir hier bei der alten Trendlinie um die 100, also da einfach aufpassen. Gleichwohl, wenn ihr handelt, natürlich, wenn es jetzt hier wieder steil bergauf geht, wegen einer politischen Entscheidung, wegen irgendwelchen Ereignissen, drückt das entsprechend auf die Aktienmärkte, also den Dollar immer ein bisschen im Blick haben. Und umgekehrt natürlich haben wir eine kleine Top-Bildung und dann schauen wir mal, wie es im Euro-US-Dollar ausgeht. Wenn ihr die letzten Tage, gerade bei den also bei den starken Ausbrüchen im SPX und im Nasdaq, euch das angeschaut, da hatten wir teilweise auch den Fall, dass der Dollar wieder synchron läuft, was sehr untypisch ist. Also wir hatten praktisch einen steigenden Dollar, das waren eben dann Intraday zumindest, diese Spikes und gleichzeitig die Indizes hoch. Heißt einfach, dass einfach genuine Dollar-Trader da auch Interesse haben, unabhängig von den Aktien zu handeln und das nicht nur als Hedge benutzt wird. Also da einfach ein bisschen drauf achten. Gold gefällt weiterhin sehr gut. Wir haben hier einfach einen kontinuierlichen Bullrun. Wir haben die große Grenze oben bei 19, oberhalb 1960. Wir haben jetzt bei 1950 rein psychologische Grenze abverkauft am Donnerstag, Freitag. Haben aber eigentlich ein solides Level gefunden, sind knapp oberhalb des Januar 23 Hochs jetzt. Sieht gut aus. Rein technisch wäre eigentlich mal ein Retest der 20er, wenn wir das jetzt noch ein bisschen hochführen, eben bei 1900 zum Beispiel, sinnvoll. Und wenn wir dann wieder hochsteigen, haben wir da auch noch Luft nach oben. Die Staaten kaufen auch weiterhin Gold ein, also das sieht nicht schlecht aus. Wenn wir uns Krypto zuwenden, haben wir hier praktisch ein Higher High gebildet. Jetzt basen wir wieder, werden wahrscheinlich die SMA20 in Ethereum auch als Sprungpunkt nehmen. Wir haben das Golden Cross, das hat jetzt noch nicht so stark einen Faktor gehabt, aber wichtig ist, dass wir das hier letztlich hochgenommen oder zumindest mal Hallo gesagt haben. Und jetzt wäre eigentlich ein kontinuierlicher Schub wünschenswert. Mal gucken, ob es kommt. Bitcoin haben wir das Äquivalente praktisch rausgenommen. Wir sind jetzt letztlich wieder in dieser ewig langen Konsolidierungsrange von letzten Mitte oder Mitte letzten Jahres. Diejenigen, die hier long gegangen sind, haben also nicht wirklich viel gewonnen. Und die Grenze war damals hier auch die 2500, 200, also 25.200. Da ist noch ein wenig hin. Psychologisch wird 23.500 und dann die 24.000 jetzt erstmal kurzfristig die Grenze sein. Hier auch technisch wäre es natürlich und die Kryptos traden relativ häufig technisch, weil es halt sonst wenige Grundlagen gibt, die genuin den Kurs beeinflussen, bis auf irgendwelche Katastrophenmeldungen. Hier wäre eigentlich auch mal ein Retest von der SMA20 notwendig. Aktuell bei 21.500 rum. Wenn wir das noch ein bisschen weiter hochziehen, dann Retest auf 22.000. Aber ja. Das wäre es soweit mal von den Charts. Dann gehen wir mal zurück. Genau, das hatten wir auch schon letztens angesprochen. Die Margin-Anforderungen werden durch die größeren oder die höheren Rates natürlich schwieriger. Es kostet mehr. Wer im IBKR ist, hat vielleicht auch schon Mails bekommen, dass die Margin-Anforderungen sich generell geändert haben, dass ihr jetzt mehr Cash hinterlegen müsst. Und idealerweise funktionieren Aktien in einem
Umfeld, wo gerne Margen vergeben wären, besser. Und hier haben wir jetzt eine kleine Divergenz. Das heißt, die Aktien pushen weiter nach oben, wohingegen die Margin-Geschichten runterfallen. Und historisch sind die eigentlich immer synchron hoch und runter gegangen. Also hier haben wir eine kleine Divergenz. Das müsste man ein wenig beobachten, wie sich das ausgeht. Das kann jetzt natürlich für einige auch eine Möglichkeit sein, was ich ja auch sage, aus Position rauszugehen und auf den großen Abverkauf zu warten. Aber wenn ihr euch, gut, Corona sollte jetzt vielleicht nicht das Beispiel sein, aber die vorigen Krisen, wenn wir hier praktisch eine gewisse Divergenz hatten, gab es dann den riesigen Einbruch, wenn die Divergenz zu groß wurde. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass das eventuell nicht wieder passiert. Ja, also da einfach ein bisschen drauf achten. Genau, die Volatilität, das hatte ich schon mal gesagt, wir sind historisch eigentlich an einem Tiefpunkt. Da müssen wir runter zurück auf 2021 gehen. Das heißt, alles wartet letztlich auf Mittwoch. Die Volatilität ist gemutet. Keiner möchte jetzt groß einerseits in bullisch-bärische Positionen oder Hedgings reingehen. Ja. Ich denke, Mittwoch wird einfach entscheidend sein und da sollten wir uns darauf vorbereiten. Einfach um so ein bisschen die Übereuphorie der Bullen rauszunehmen. Wir sind im Januar. Im Januar gibt es historisch die allerhöchsten Inflows in alles letztlich, weil die großen Fonds sich neu positionieren müssen, weil die Abverkäufe, die zum Q4 des vergangenen Jahres geschehen sind, wieder rückgängig gemacht werden, weil neue Portfolios aufgebaut werden, etc. etc. Und das seht ihr hier einfach. Also, ja, Teile von dem Bullenrun sind einerseits Short Squeezes, einerseits diese Allokationen von großen Inflows und dann halt auch bullische Euphorie, weil man halt einfach mitgeht. Da einfach ein bisschen aufpassen. Gleichzeitig haben wir aber eine sehr hohe Anzahl an Insider Sellings. Das heißt, wenn ihr Calls verkauft, seid ihr eher passiv bärisch unterwegs. Und das nimmt momentan zu. Also die Leute, die Aktien haben, verkaufen einfach gerade sehr viele Calls. Und hier sollten wir einfach aufpassen. Bullish ist eben, ich glaube, unterhalb von 12. Bärisch ist oberhalb von 20 und wir sind aktuell bei 38. Da könnt ihr euch selbst überlegen, ob das so, ja, die sinnvollste Aussicht ist, um diesen aktuellen Run jetzt noch einzusteigen zum Beispiel oder groß in Aktien zu investieren, die ihr länger halten wollt. Vielleicht eher warten oder mit kleinerer Size anfangen. Hier, das gehe ich jetzt nicht einfach rein, aber das ist nur eine Zusammensetzung, was für Inflows es gab, teilweise Rekorde. Wir haben sehr starke Last zu Emerging Markets hin, die hatten tatsächlich Rekord-Inflows auch. Und das ist einfach zur Übersicht, wenn ihr das nachher im PDF euch anschauen wollt. Und genau, hier auch werden neben dem Short Covering eben systematische Käufer, das sind eben die großen Fonds, die einfach kaufen müssen oder zumindest handeln müssen aufgrund ihres Mandats. Und dann haben wir eben Retail-Käufer, einfach da ein wenig aufpassen. Und genau, hier Pension Fund Rebalancing kommt auch jetzt nächste Woche. Da einfach ein bisschen aufpassen und wer auch groß einkauft, wir haben eine Rekordsumme von Share Buyback Authorizations von den großen Jungs und Mädels. Das Jahr 2023 ist jetzt noch nicht so alt und wir haben sämtliche Jahre zuvor bei weitem in den Schatten gestellt. Selbst die Krisenjahre oder die kurz davor, wo es ja auch eine gewisse Bubble gab. Also es ist natürlich wesentlich mehr Geld im Umlauf, das kommt auch dazu. Das heißt, absolute Zahlen sind jetzt nicht ausschlagekräftig. Aber wenn wir dann auf die Aktienkurse gehen, halt dann doch irgendwie, weil die Shares ja trotzdem vom Markt gekauft werden. Also nicht zu euphorisch werden wäre hier meine ja, Meinung oder mein Ratschlag vielleicht. Gleichzeitig haben wir. Es ist alles kontradiktiv. Deswegen stelle ich es euch einfach vor. Schlüsse müsst ihr euch schon noch selbst rausziehen. Ich habe aber meine Haltung und die versuche ich da reinzugeben. Wir haben eine sehr, sehr große Unterallokation von Hedgefondsmanagern. Und das ist aus der einen Sicht natürlich logisch, weil sie aus den genannten Gründen, die ich jetzt gerade aufgeführt habe, vorsichtig sind. Gleichzeitig sind die ja natürlich aber immer irgendwem aussageberechtigt, beziehungsweise haben einen Auftrag. Und wenn jetzt deren Supervisor im aktuell heftigsten Bärenrun oder Bärenmarkt-Rally-Run der letzten Monate sieht, dass
der Hedgefondsmanager oder der Portfolio-Manager underperformt gegenüber dem generellen Markt, wird er sich natürlich fragen, ob das so die beste Besetzung der Position ist. Das heißt, hier könnte es sein, wenn es noch weiter geht, dass da der Druck auf die Portfolio-Managers steigt, Gewinn zu machen. Und das könnte eventuell nochmal ein zusätzliches Feuer reingeben. Genau, und wenn wir uns historische Statistik ansehen, wir sind eigentlich im besten Moment des historischen präsidialen Cycles. Ich habe letztes Jahr schon gesagt, das dritte Jahr im Presidential Cycle ist eigentlich das für die Aktien am besten. Wir haben jetzt sogar zusätzlich noch einen Gridlock in der amerikanischen Politik. Das heißt, wenig, oder es ist, der Markt hat eigentlich wenig zu befürchten, dass da irgendwann politisch irgendwas Überraschendes passiert, weil die Parteien sich praktisch gegenseitig blockieren und man mit dem Status quo eigentlich am Markt am besten leben kann. Entschuldigung. Ist nicht gut. Ja? Nee. So wirst du auch nicht hier YouTube-Star. Ist nicht gut. Na, ich brauch. Du hast schon eins getötet. Das geht nicht. Okay? Das beflügelt natürlich die Aktienmärkte und das sind jetzt einfach die verschiedenen Kräfte, die aufeinander wirken. Eigentlich haben wir ökonomisch immer noch nichts zu lachen. Andererseits hat man politisch nichts zu befürchten. Das ist immer eine blöde Kombination. Und hier ist es auch wichtig, natürlich sind die Werte nicht entscheidend, sondern der generelle Trend. Und im Mittel, statistisch aus der Vergangenheit, haben wir dieses Jahr eigentlich sehr gute Aussichten. Heißt nicht, dass wir immer noch in den USA in eine Rezession schlittern. Die Europäer haben das ja größtenteils schon abgesagt. Ja. Genau, das hatte ich schon oben. Wir sind historisch einfach mit am Tiefpunkt von der Volatilität. Hatten wir oben schon. Und das hier einfach eine kleine Übersicht, wie historisch die einzelnen Subsektoren vor, während und nach einer Rezession performt haben. Das könnt ihr euch einfach mal mitnehmen und eventuell daraus eine Allokation oder eine Reallokation eurer Portfolios überdenken. Kleiner Tipp: Häuslebauer ist vielleicht die schlechteste Möglichkeit, irgendwo was anzulehnen, auch wenn sie momentan günstiger scheinen. Weltweit scheint es so zu sein, dass die Immobilienmärkte einbrechen, natürlich durch die hohen Zinsraten, aber auch durch strukturelle Probleme. Also würde ich da einfach eher aufpassen. Auch von Banken würde ich vielleicht eher die Finger lassen. Ja, einfach zum Mitnehmen, könnt ihr euch ja da mal anschauen und gegenchecken, wie eure Portfolios aussehen. Das ist noch was weiteres. Da wird es eben jetzt spannend sein, wie die großen Energiekonzerne vor allem und die alten Konzerne, in Anführungszeichen die älteren Konzerne, performen. Wir haben einfach eine Outperformance von den Aktien, die im Dow Jones sind, gegenüber den Tech-Werten. Und die Tech-Werte haben jetzt einfach die Möglichkeit, ein bisschen was aufzuholen wieder. Aber hier sieht man auch die die Überinvestition, die Blase, wo wir das High hatten, wo dann traditionelle Hedgefonds oder Fonds generell, die eben stärker auf die großen Firmen, die alten Firmen gesetzt haben, belächelt wurden, weil sie nicht den Hype mitmachen. Jetzt hat sich das eigentlich in den letzten Monaten bzw. im letzten Jahr auch komplett gewandelt. Generell muss man einfach sagen, eine Diversifikation in Portfolios ist sicherlich sinnvoll und ein zu Tech-Heavy-Portfolio kriegt eher eins auf die Mütze in solchen Zeiten. Das sollte hoffentlich auch klar sein. Ja, die Menschen lieben es zu spekulieren. Wir rennen, was Optionsvolumen angeht, und vor allem die Zero Days und One Days, von einem Rekord zum anderen. Ich habe später auch noch einen Tesla-Chart dabei. Also Optionen sind wahrscheinlich mit das Gefährlichste für die Retail-Trader, aber aktuell mit das Beliebteste, weil man da natürlich die Tellerwäscher zur Millionärgeschichte relativ schön erzählen kann und die Elfenturmbeispiele dann auf Twitter und Co. natürlich alles überschatten. Aber Portfolio-Leichen pflastern dann halt auch den Weg zu diesen Höhen. Aufpassen, mit kleinem Geld anfangen. Und weil wir es auf Reddit jetzt letztens hatten, bitte keine permanenten Zero Days traden, bloß weil es irgendein Guru vormacht. Ich mache ja momentan keine, zumindest keine, ich kaufe keine Optionen. Wenn ich das früher gemacht habe, habe ich immer bis mittwochs praktisch zur aktuellen Woche Expiry getradet, also den Freitag. Und sobald donnerstags oder wenn ich donnerstags angefangen habe, teilweise schon mittwochs je nach Preis,
habe ich dann die nächste Woche Expiry. Und das ist mit meiner Meinung nach auch noch sehr, sehr riskant. Das habe ich ja damals mit einem kleinen Beispielsportfolio gemacht. Wenn ihr das Geld habt und wenn ihr euch darüber informiert, sind natürlich längere Laufzeiten immer sicherer und auch besser für die Psyche und das mentale Spielchen. Also da einfach aufpassen. Ja, der Glitch, falls ihr den nicht mitbekommen habt, der Hunderte, wenn nicht Tausende ja, Trader bzw. Portfolios am 24. erwischt hat. Es ist immer noch nicht ganz klar, warum es gekommen ist. Die SEC und die verschiedenen Broker und die Börsen untersuchen das Ganze, aber es gab praktisch kurz vor den PCI-Daten in nahezu allen großen Aktien, aber auch in den Futures und in den Indizes praktisch einen Kurzsekunden-Glitch, der aber ausgereicht hat, um bei den verschiedenen Portfolios Stop-Limits zu reißen in beide Richtungen, wie ihr das hier seht am McDonald's als Beispiel. Und ja, danach war wieder alles normal. Ein Schelm, wer Böses denkt, aber da ist wahrscheinlich gut Geld verbrannt worden. Ich kenne jetzt keinen, den es erwischt hat. Ich habe es nur bei verschiedenen Streams, die ich angeschaut habe, mitbekommen, dass da vor allem ziemlich viele Amis gelegt wurden, die jetzt natürlich versuchen, über ihre Broker was zu machen. Die Broker werden aber das weiter an die Börsen leiten und was ich so mitgelesen habe, in den Regularien steht, dass man dagegen rechtlich eigentlich nichts machen kann, also wenn dann nur Kulanz. Also ich hoffe, da hat es keinen erwischt, aber vielleicht kann ich in der künftigen Kaffeerunde, wenn es da mehr Klarheit gibt, auch noch mehr dazu sagen. Inflation bleibt hoch, auch wenn wir den Peak erreicht zu haben scheinen. Das ist einfach mal über einen längeren Zeitraum wieder Fokus auf den USA natürlich, wieso die einzelnen Bereiche, die in die Inflationszahlen mit einberechnet werden, sich geändert haben, preislich teurer geworden sind oder billiger für die Haushalte und für Einzelpersonen. Und ja, ich weiß, wir reden von Amerika, aber ich glaube trotzdem, dass neue Autos und Fernseher und Computer verkraftbar sind oder man da auch mal vielleicht einen Monat länger drauf verzichten kann. Bei Gesundheitswesen, bei Bildung und bei Ernährung sieht es dann halt leider doch anders aus. Das heißt, allein historisch haben wir da eine extreme Verteuerung der Dienstleistungen und der Artikel. Und das ist eben nicht nur ein Phänomen von jetzt. Es verschlimmert es aber einfach nochmal. Und die ärmere Bevölkerung leidet dann einfach noch mehr, weil jetzt auch die nichtstaatlichen Hilfsorganisationen eben kein Geld mehr haben. Also die Foodbanks und so weiter haben natürlich jetzt auch erheblichere Probleme. Genau, das hatte ich. Hatte ich vorhin erwähnt, so rum. Tesla, Optionsvolumen stellt alles in den Schatten, was es anders gibt, bis auf die Großindizes, beziehungsweise die ETFs von den Indizes. Ja, Tesla ist auch so ein Widowmaker. Ich fasse das Ding nicht an. Devin hat es da in der Vergangenheit mehrfach gelegt. Ja, ist einfach zu volatil, zu gefährlich. Wer Tesla handelt, das habe ich jetzt nicht mit in die Kaffeerunde genommen, aber der 160er Strike, sowohl Put als auch Call, scheint wohl mit am höchsten zu sein aktuell in die nächste Woche rein. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, aber vielleicht hilft euch die Information, wenn ihr es aktiv tradet. Und bleiben wir beim aktiv Traden. Das kann man sich tatsächlich mal durchlesen. Das ist eine Befragung, relativ neu, relativ aktuell, von aktiven Fondsmanagern, wie sie so generell zu Passivinvestment stehen und die Zitate ja, kann man mal einfach so stehen lassen. Und die Frage ist, wenn sie das mit ihrem eigenen Geld machen, was dann vielleicht für euch, für uns am sinnvollsten erscheint, geht auch ein bisschen in mein Credo, dass ich, wenn dann nur mit Spielgeld aktiv trade. Und ja, ist dennoch mal interessant, so das schwarz auf weiß dann auch zu lesen. Link habt ihr hier. Wenn wir eh schon bei dem Thema sind, ich informiere mich aktuell gerade ja, über verschiedene ETFs, Anlagemöglichkeiten, Aktien. Will da einfach mit dem Cash, was ich jetzt angesammelt habe, wenn wir dann nochmal fallen sollten, einfach mich gut aufstellen. Da wird es sicherlich auch irgendwann nochmal ein Video dazu geben, aber da sammle ich momentan noch oder hole mir auch Meinungen von den Leuten aus dem Discord und alles. Aber ja, das ist so momentan das Thema bei mir. Wenn wir auf die USA gehen, wir haben immer noch einen sehr, sehr angespannten Arbeitsmarkt.
Wir haben ja einige Medikamente auch in den USA, die aus sind, beziehungsweise sehr starke Nachfrage. Dennoch sind die Retail-Apothekenbesitzer gezwungen, die Öffnungszeiten zu reduzieren, weil sie schlicht keine Mitarbeiter haben. Das zeigt sich auch aus anderen Branchen. Also da ist es ja relativ schlimm. Gleichzeitig, wenn wir uns die Statistik ansehen, wir haben ja in der Vergangenheit gesagt, dass der Arbeitsmarkt als Wert, auf den die Fed auch schaut, immer noch sehr, sehr stark ist. Wir haben, wenn wir uns wirklich große historische Daten herausgehen, allerdings tatsächlich eine Bodenbildung wohl gesehen. Und auch wenn wir neue Claims praktisch weiterhin flat sind, beziehungsweise die teilweise auch runterbrechen, haben wir wohl eine Bodenbildung bei den kontinuierlichen Claims und die steigen jetzt nach und nach wieder in den vergangenen Monaten, was vielleicht auch ein bisschen unter das Radar fällt. Das heißt, Menschen, die neu oder die praktisch sich neu arbeitslosen melden, brauchen in den letzten Monaten länger, um wieder eine Stelle zu finden. Es ist dennoch historisch absolut tief, aber eventuell haben wir da tatsächlich Mitte letzten Jahres einen Boden erreicht, wenn wir von den absoluten Zahlen ausgehen. Das bei solchen Statistiken ist natürlich nie dabei Leute, die ganz aufhören, ne? Also gibt es ja auch genug in den USA, aber das einfach mal so ein bisschen mit. Genau, das ist auch zu den passiven ETFs. Es gibt praktisch einen Richterspruch oder beziehungsweise eine Bestrebung, dass man neue Investitionsregeln für die Pensionsfonds, was Climate Emissions angeht und CO2-freundliche Aktien und Bereiche angeht, da ein bisschen müsste man ein bisschen drauf achten. Wenn das durchkommt, sind natürlich die großen Fonds und da steht das Geld dahinter gezwungen, in die entsprechenden Bereiche zu investieren, Schrägstrich andere Bereiche zu meiden, prozentual. Die werden es nie ganz beenden, aber dass eventuell da die klimaneutralen oder klimafreundlichen Aktien der Gewinner sein könnten. Das einfach ein bisschen darauf achten. Es gibt wenig Neues, was das Debt Ceiling angeht, aber hier mal so einige Datumsbereiche, wo es einfach interessant wird. Momentan gibt es nichts Neues, beziehungsweise auch die Entscheidung zu den Abrams und die letzten ja, Polizeigewalt, beziehungsweise der Tod von dem Polizeiopfer, Polizeigewaltopfer hat jetzt alles vieles überschattet, plus es gab ja einige Schützenmassaker wieder. Aber wenn wir uns wieder auf die Innenpolitik fokussieren, irgendwann haben wir einfach hier verschiedene Grenzen, bis dahin die Politik eventuell eine Einigung über die Schuldenobergrenze finden sollte. Historisch sollten wir eher hier drauf schauen. Und das sehen auch die meisten Analysten so. Das habe ich ja auch letzte Woche bei dem Vergleich mit Obama gezeigt. Irgendwann wird der Schmerz so groß, dass man praktisch Übergang Q2, Q3 eine Einigung findet, weil bis dahin einfach die Effekte in die staatlichen Services zu groß sind. Ich bezweifle jetzt, dass wir in den nächsten Monaten da eine schnelle Einigung sehen, was einfach zusätzlich auch auf die Aktienmärkte drücken dürfte. Also da einfach ein bisschen aufpassen. Falls wir am Mittwoch ein Hike um 0,25, der eben eingepreist ist, sehen, haben wir zum ersten Mal dann die Rate, die effektive Fed Fund Rate oberhalb der Core PCI. Und das heißt, dann haben wir praktisch auch nicht nur künstlich, sondern auch rein praktisch ein aktives Bekämpfen der Inflation. Und da muss man jetzt dann besonders darauf achten, wie die nächsten PCI-Daten aussehen und wie die Fed sich dann dazu verhält. Aber wir haben hier dann praktisch eine Invertierung der Curve, wenn wir die beiden Werte nehmen. Genau, und das ist auch sowas, da einfach aufpassen, was momentan bei den Swaps für nächstes und übernächstes Jahr eingepreist ist, ist praktisch ein scharfer Rückgang auf 5,25, 5,5 in den nächsten Monaten bzw. bis zu einem Jahr. Das wäre der schnellste Rückgang Inflation seit 75 Jahren in den USA. Das überlasse ich auch euch mal, ob das. Okay, ich sehe gerade, ihr seht meine Kamera nicht mehr. Warum auch immer. Seht ihr denn noch das PDF? Ihr seht noch das PDF. Okay. Ja, ich muss mir später mal das Ding anschauen.
Aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt nicht mit dem Aufnehmen aufhören. Also hoffen wir einfach mal, dass wir hiermit klarkommen. Ich muss mal ab und zu checken, ob ihr das PDF seht. Dass ihr mich seht, ist ja jetzt nicht entscheidend. Und die Katzen verhalten sich auch gerade ruhig. Ja, dazu einfach noch die zwei Berichte von JP Morgan dürfte das, glaube ich, sein. Einfach zur Übersicht, wie die aktuelle Situation ökonomisch der USA gesehen wird, beziehungsweise was so die nächsten entscheidenden Werte sind. Hier wird auch nochmal diese Reduzierung auf 5,5 und beziehungsweise 5,25 betitelt. Und sie gehen immerhin weiter oder immer noch weiter davon aus, dass es praktisch eine Rezession in den USA gibt. Weiß natürlich auch keiner, aber sie denken, dass wie in der Vergangenheit die Fed es generell übertreiben wird mit den Rate Hikes und spätestens das dann eine Rückwirkung auf die Aktienmärkte haben wird. Also da müssen wir einfach ein bisschen eine Acht haben, wie es aussieht. Genau, das hatte ich vorhin schon angesprochen. Man denkt immer, wenn man von FTSE spricht, dass er eben größtenteils in UK eine Exposition hat. Stimmt aber nicht. Wenn ihr euch die Zusammensetzung von den Firmen daraus ansieht, bedingt auch durch das Commonwealth bzw. durch die britische Vergangenheit, haben wir eine extrem diverse Allokation. Deswegen ist der FTSE auch jetzt nicht zwingend nur auf die britische Wirtschaft, der es ja momentan eigentlich am schlechtesten geht, muss man sagen, ausgerichtet, sondern nimmt praktisch die ganze Welt und der große Fokus vor allem auch auf die Emerging Markets hilft dem FTSE, in die All-Time-Highs praktisch rauszubrechen, eventuell, aber zumindest sie anzukratzen. Und das wird relativ spannend sein, wie es jetzt mit der britischen Wirtschaft korreliert. Die Rezession wurde jetzt ja durch die Inflationsdaten in Euroland eigentlich für alle europäischen Länder exklusive UK abgesagt von den entsprechenden Wirtschaftsweisen. Und da müssen wir mal sehen, wie es dem FTSE und der britischen Wirtschaft generell geht. Wenn wir uns weiter östlich in die Ukraine bewegen, also das hoffentlich hat es ja jeder jetzt mitbekommen, wir haben jetzt doch eine aktive Kampfpanzerlieferung von allen wichtigen Beteiligten, sogar den USA mit den Abrams. Komme ich gleich nochmal einzeln dazu. Davor, es gibt praktisch auch in England, Entschuldigung, in Russland starke medizinische Einschränkungen, was die Lieferbarkeit von verschiedenen Medikamenten angeht. Die sind eigentlich von den Sanktionen ausgenommen, aber natürlich sind die Transportwege und Versicherungen etc. davon nicht ausgenommen. Das heißt, da vielleicht in den nächsten Monaten auch ein bisschen drauf achten, da könnte es natürlich für die eigentliche Bevölkerung auch eventuell ziemlich schlecht werden. Ja, genau. Das Überraschendste eigentlich neben den Abrams war, dass Deutschland tatsächlich die 2A6 auch liefert, wenn auch in Anführungszeichen nur 14 Stück. Das reicht aus, meiner Meinung nach. Also, das wird relativ spannend. Wir haben jetzt nicht nur 2A4, die müssen natürlich erstmal in der Ukraine sein. Die ukrainische Armee muss sie führen können und so weiter und so weiter. Das wird auch noch Monate dauern. Aber ja, also, wir haben dann rein konventionell eine relativ wirkmächtige Ansammlung von Panzern. Plus sämtlichen Unterstützungsmöglichkeiten, die ebenso dazugehören. Also das wird eine relativ spannende Sache, was da die Russen dagegen halten. Rein konventionell bin ich der Meinung, dass sie da nicht viel entgegenzusetzen haben. Sie müssen wahrscheinlich versuchen, die Panzer irgendwie über Luftangriffe zu knacken. Aber ja, also wenn wir tatsächlich die Verbundgattungen zusammen haben, dürfte das die russische Panzer Armee da nicht wirklich viel entgegenzusetzen haben. Also es wird, ja, so schlimm es ist, rein technisch relativ spannend. Russland reagiert natürlich und eigentlich ist es schlimm, aber ja. Gibt Berichte, dass sie praktisch altes Zweiter Weltkriegsmaterial aus Laos jetzt zurückholen, eben T-34. Ja, den muss man halt anhusten mit aktuellen Panzern, da braucht man nicht mal den Leo. Da dürften die T-72, die von Polen auch geliefert werden, eigentlich reichen. Also, wenn wir die tatsächlich irgendwo in der Ukraine sehen, würde ich mir ernsthafte Gedanken machen, wie es um das russische Militär bestellt ist. Also mal, es bleibt spannend, mal sehen. Und Russland bleibt natürlich auch nicht untätig. Also hier seht ihr in der Ukraine einen amerikanischen Abrams, der zerstört wurde vom russischen Militär.
Leider muss man dazu sagen, gibt es momentan noch keine Abrams-Lieferungen und das sieht jetzt auch nicht so wirklich aus wie die Ukraine, aber das überlasse ich dem interessierten Zuschauer, da seine Schlüsse draus zu ziehen. Aber das wird eben aktuell in den russischen Medien verbreitet. Zu den Abrams vielleicht noch, das ist einerseits relativ spannend, dass sie es tatsächlich machen. Zweitens ist die Frage, woher es kommt. Das Problem ist, dass die aktuellen Abrams eine zumindest mal Uran angereicherte Reaktiv- oder Teile der Reaktivpanzerung sind na, praktisch mit Uran angereichert. Also wir haben einen Urankäfig um die Dinger und das ist absolutes Militär. Geheimnis, beziehungsweise gibt auch ein Exportverbot. Das heißt, die Abrams werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht aus Amerika kommen. Es gibt in Polen eine amerikanische Armeeeinheit, die Abrams hat, die auch explizit diese Urananreicherung nicht haben, weil sie eben in Europa stationiert sind. Da ist eben die Vermutung, dass die Abrams von dort aus weitergeschickt werden. Allerdings brauchen die Jungs und Mädels natürlich auch erstmal eigene Panzer, bevor sie was schicken. Die sind nicht so wahnsinnig wie die europäischen Staaten, was mit dem Ringtausch gemacht hat. Geht mal erst weiter, wir liefern später. Sondern ich vermute, dass der Armeekommandant da erstmal neue haben möchte, bevor er seine alten weitergibt. Und die umzurüsten, beziehungsweise das so zu machen, dass die in Europa eingesetzt werden dürfen und können, wird eine Zeit dauern. Das heißt, ich würde jetzt nicht zu sehr auf die Abrams warten. Das dürfte noch eine gute Weile dauern, aber dennoch relativ gut. Und Polen schickt auch praktisch ihre eigenen zusätzlich. Das kam jetzt relativ neu dazu. Das ist eine Weiterentwicklung von russischen Panzern, eine polnische Eigenentwicklung letztlich. Also so langsam haben wir da auch eine solide Anzahl an Panzern, die zumindest versprochen sind für die ukrainische Armee. Das dürfte so plus minus auf die 300 kommen, die auch gewünscht wurden. Vielleicht jetzt noch dazu, gab ja jetzt dann auch direkt von Zelensky die Bitte, Schrägstrich, Forderung nach Flugzeugen. Scholz hat es ja gleich abgetan. Es gibt allerdings, das kriegt man auch nicht so mit, in Amerika eine nicht unmächtige Gruppe von Parlamentsabgeordneten, die darauf drängen, zumindest F-16 zu liefern. Das ist militärische Hardware, die die USA eigentlich nicht wirklich mehr braucht, die der Ukraine aber vermutlich helfen würden. Es gab, wenn ihr euch erinnert, vor Monaten auch schon Berichte, dass wohl es Trainings gibt, weil, nicht despektierlich, aber eine Panzercrew auf einen neuen Panzer zu trainieren, ist eine Sache. Einem Jagdpiloten ein komplett neues Flugzeug beizubringen und damit auch leistungsstärker arbeiten zu können, ist nochmal was anderes und braucht länger. Das heißt, da einfach mal könnte es die Möglichkeit geben. Das wäre allerdings ja, ein relativ harter Schritt. Also Abrams war schon ein Schritt, aber F-16 wären nochmal ein heftigerer. Was ihr es vielleicht mitbekommen habt, ich habe es hier reingepackt, weil es dazugehört. Hat Ankara jetzt einfach sein das Einverständnis zum NATO-Beitritt von Schweden erstmal auf Eis gelegt, weil es diese Koranverbrennung gibt. Es gibt vielfach Berichte, dass wohl Journalisten, die Russia Today nahestehen, schrägstrich davon bezahlt werden, wohl Geld an die schwedischen Extremisten oder den Extremisten gegeben hat, der tatsächlich den Koran verbrannt hat. Ja, auch hier ein Schelm, wer Böses denkt, aber natürlich ist es in Russlands Interesse, die NATO hier zu entzweien, beziehungsweise einen Beitritt der baltischen Staaten zu verhindern. Mal sehen, was es da noch gibt. Hier einfach für Leute, die es interessiert, die jetzt aber vielleicht nicht so tief in Militärgeschichte und Technik drin sind, wie ich. Das ist ein relativ umfassender Thread, von Thomas Theiner, der praktisch dieser Kampf mit verbundenen Waffen, mal so ein bisschen aufklausuliert mit dem Material, was die Ukraine in ein paar Monaten vermutlich zur Verfügung hat, wie sowas funktioniert, was man dafür braucht, was für einzelne Elemente gebraucht werden. Genau, könnt ihr euch einfach unten auf dem Link anschauen. Vielleicht zum Zeitding, also es wird spannend. Die Russen werden sehr wahrscheinlich, wenn die klimatischen Bedingungen wieder okay sind, ihre Offensive starten. Die Frage ist, ob jetzt die Panzer und alles zusätzliche Material auf Seiten der Ukraine bis dahin einsatzbereit sind. Das wird letztlich, glaube ich, entscheidend sein für die nächsten Monate. Genau. China
hatte ich davor schon erwähnt mit den Inflows. Es ist immer noch ein bisschen fragwürdig, ob man China weiterhin zu den Emerging Markets zählen sollte, aber bitte. Auch hier haben wir einen riesigen Inflow. Das Reopening zeigt jetzt langsam Wirkung. Es ist immer noch die Gefahr, dass durch die Neujahrsbevölkerungsbewegungen es eventuell einen Rebound von Covid gibt, aber bis jetzt sieht man zumindest nichts. Und ja, es wird weiterhin in China Equities gepufft. Wenn ihr entsprechend noch Allokationen in euren Portfolios habt, werdet ihr das auch sehen. Meine BYD-Aktien geht es auch sehr gut, nachdem eventuell BYD in Deutschland die ein Ford-Werk übernehmen wird, könnte, wie auch immer. Das wird relativ spannend sein. Muss man sehen, was ich da mit denen mache. Und ja, also sieht momentan recht gut aus für China, aber eben ein bisschen vorsichtig. Es kann immer noch zu einem Massenausbruch kommen, wenn die Kinder wieder zu Hause sind in den großen Städten. Das ist ein relativ, ja, nicht nur interessant, sondern eigentlich auch schlimm und bringt mich in mein altes Steckenpferd der Karten als Quelle und Kartenanalyse und Quellenanalyse zurück. Das ist eine offizielle Publikation von der Fed letztlich, beziehungsweise einem Teil, also aus St. Louis, die praktisch das militärische, also die Militärausgaben der verschiedenen Staaten zeigt. Und hier sieht es ja so aus, als würde China praktisch alles in den Schatten stellen, die USA überflügeln und ganz schlimm, bäh, bäh, bäh. So, wenn jetzt unter euch Geschichtsstudenten sind oder zumindest jene, die Quellenkritik üben, also pausiere ich mal hier für wenige Sekunden und ihr könnt euch überlegen, ob euch was auffällt und löse es dann gleich auf. Es geht darum, wie die Daten angebracht sind. Und bei den USA sehen wir hier einen großen Ausreißer rechte Achse. Und alle anderen sind bei der linken Achse. Das heißt, die USA ist an die, also an die Menge von Dollar getaggt. Alle anderen allerdings in Relation zu 2020er Dollar aus, also USA-Ausgaben. Das ist natürlich sehr misleading und gefährlich einerseits. Wenn nur jemand auf bunte Bildchen schaut, kann man da natürlich tödliche Schlüsse draus ziehen. Und ist auch tatsächlich statistisch falsch. Also es ist ganz, ganz schlechter Stil und gefährlich. Wenn man das Ganze mal bereinigt und alle anderen auch auf die Konstanten setzt, sieht das Bild doch etwas anders aus. Ja, China erhöht natürlich, aber im Vergleich zu den USA ist es immer noch lächerlich. Alle anderen sowieso, aber ja, ne? Also da einfach aufpassen, wenn ihr Grafiken schaut. Betone ich auch immer, informiert euch, guckt euch das selbst an, seid quellenkritisch. Das kann halt böse enden, ne? Und vor allem, wenn es dann von einer respektablen Organisation publiziert wird. Okay. Das habe ich einfach mal mit reingenommen, was relativ spannend ist, wie so die Top 50 Webseiten der Welt, was so aufgerufen wird, gezeigt wird. Also wenig überraschend eigentlich. Ich hätte eigentlich vermutet, dass die linke Seite hier noch ein bisschen höher ist, aber gut. Ja, könnt ihr euch mal ein bisschen anschauen, wenn ihr euch dafür interessiert. Und das einfach nur so als Randbemerkung. Das ist eine Schweizer Studie. Da versuche ich aber noch ein bisschen mehr zu kriegen, die halt wieder die Aussage trifft, dass die erneuerbaren Energien nie und nimmer den konventionellen ersetzen könnten. Und dass praktisch der Peak 2048 ist und man danach aber die fossilen Energieträger immer noch braucht, etc. etc., ist natürlich eine biased Meinung, aber wollte ich mal mitnehmen, wie das dann aussieht. Das heißt, natürlich müssen die Erneuerbaren da entsprechend ja, dran arbeiten. Plus, es ist ein bisschen weird, dass sie praktisch Wasserkraft hier mit Nuklear zusammenpacken. Also auch hier wieder ein bisschen Quellenkritik bei solchen Sachen. Auch mal angucken, was in welchen Balken bzw. in welchen Datenreihen zusammengenommen wird. Also das, ja, finde ich ein bisschen schräg. Krypto gibt es genau nichts. Ja, leider überhaupt keine Neuigkeiten. Wenn ihr investiert seid, habt Spaß. Ansonsten würde ich weiterhin davon wegbleiben. Und andere News einfach so als Hinweis, wer da Interesse hat. Unusual Whales hat ein kostenloses Kursangebot jetzt hochgestellt. Ich habe es selbst noch nicht angeschaut, es kam jetzt erst gestern rein, aber von der Übersicht her sieht es eigentlich sehr solide aus. Sollte nichts kosten, aber ich beschäftige mich jetzt auch mal heute Abend oder so nochmal damit kurz.
einfach hier der Link. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wer sich dafür Optionen interessiert und ein bisschen die Hintergründe braucht oder auch wie man Unusual Rails benutzt und so weiter, kann sich da mal durchklicken, durcharbeiten. Und für die Investitionen hier einfach auch nochmal, wie so der Investitionscycle aussieht und wann man eventuell einsteigen sollte und wann nicht. Wichtig, es geht hier um Investitionen, also nicht aktives Intraday-Handeln. Da ja, für eure größeren Portfolios da einfach gucken, wann man kaufen sollte und wann nicht. Und das so als kleines Schmankerl am Ende. Das ist eine Übersicht, wie praktisch die aus USA wiederum, wie praktisch die Retail Brokerages verloren haben, beziehungsweise da auch rausgenommen wurden. Und wir sind aktuell bei minus 27% vor ein paar Monaten gewesen. Sprich, wir haben noch ein bisschen Luft, wenn wir uns das Average ansehen von den letzten großen Bursts mit über 50. Also da einfach bleibt neutral, meiner Meinung nach sogar leicht bärisch und nehmt die Gewinne mit, solange es nach oben geht. Aber seid nicht verwundert, wenn es da eine scharfe Kehrtwendung gibt. So. Ich gucke jetzt mal, was meine Kamera macht. Ich hoffe, ich oder ich werde es gleich checken, ob das Video trotzdem so hochgeladen werden kann. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Lasst mich wissen, wenn ihr Fragen habt, Kritik habt. Ich werde versuchen, die kurzen Videos zwischen der Woche noch weiterzumachen, das Smart Money Konzept weiterzumachen und da mal gucken. Für die Leseratten, die im Buchclub, nein, also in der Leserunde mit dabei sind, wir werden jetzt also in 3 Wochen wollen wir praktisch die Kapitel 8 bis 13 vom Bear Market durchlesen und dann besprechen. Momentan haben wir Dienstagabends ab 7 Uhr einen kurzen Voice-Chat in Discord, dann eben wieder in 3 Wochen, wo wir kurz unsere Findings zusammenlegen und ein bisschen diskutieren, wer da Interesse hat. Ich sage es aber sicherlich nochmal in der Kaffeerunde davor. Ansonsten bleibt mir gesund, passt auf euch auf und nehmt nichts von komischen, zotteligen Bären an. Bis dann, ciao, ciao.